So, heute geht's um den Treppenraum, Thema Brandschutz und da seht ihr einen Brandschutzvorhang. Und warum der da ist, wofür der benötigt wird, das erfahrt ihr in diesem Video. Mein Name ist Luca Ahrens, ich bin Geschäftsführer und Gründer der ARC Energy. Wir sind ein Planungsbüro, was sich beschäftigt mit Schallschutz, Wärmeschutz, Brandschutz. Und wenn ihr ein Objekt plant, baut, saniert, meldet euch sehr gerne bei uns. Entweder, dass wir alle Planungen übernehmen oder vielleicht auch nur einen Teil, zum Beispiel nur die Energieberatung, nur den Brandschutz. Dafür sind wir da. Jetzt haben wir hier quasi einen Treppenraum. Also hier, der führt von der Tiefgarage hoch bis in die anderen Geschosse. Und wir haben immer eine Anforderung quasi vom Brandschutz her, vom Schutzverhalten her, von diesem Fluchtweg in andere Bereiche. Unter anderem auch hier in diese Lobby, in diesen Foyer nennen wir es mal. Und da wir aus Barrieregründen quasi auch hier einen Eingang quasi in den Aufzug haben, der Aufzug quasi auch in den Treppenraum öffnet, brauchen wir hier einen Brandschutz. Dafür ist dieser Brandschutzvorhang da. Den können wir hier auch nochmal wunderschön sehen. Rauch- und Feuerschutzvorhänge. Schließbereich ist freizuhalten, das heißt, dieser Vorhang läuft hier in dieser Schiene runter und schließt dann hier unten ab und stellt sicher, dass in einem Brandfall von in diesem Foyerbereich zum Beispiel quasi nicht in den Treppenraumbereich über den Aufzug eintritt, beziehungsweise auch andersrum, wobei quasi viel wichtiger ist der Bereich, dass es, wenn es hier brennt, nicht unser Rettungsweg im Endeffekt beschädigt, also nicht beschädigt, sondern verraucht wird und damit gefährdet ist. So, wir haben jetzt da nochmal das Foyer, wo wir gerade eben waren. Und hier nochmal der andere Eingang, weil wir von hier quasi nach zum Hof hin, wie sie barrierefrei sind, haben wir diese Doppelseitigkeit dieses Aufzuges hier. Und wie gesagt, deswegen haben wir quasi sonst eine direkte Verbindung von diesem Treppenraumbereich in das Foyer. Und deswegen muss auf Seite des Foyers der Brandschutzvorhang da sein. Zum Schutz dieses Treppenraums muss auch quasi die jeweiligen Tür mit einem Obertürschließer versehen sein, dass diese auch direkt zugehen und nicht quasi, wenn es dann zum Beispiel da drüben brennt, nicht quasi hier reinzieht und dieser Rettungsweg, der quasi jetzt diesen Treppenraum hier ist, beschädigt.